Hallo, liebe Freunde der Wahrheit. Es ist schon eine witzige Sache, dass wenn man nach den Wahrheiten sucht und nach den Tatsachen, dass man sehr schwer an die Informationen herankommt. Und einer der möglichen Wege ist die Seite, die heißt ja fragdenstaat.de. Sie kennen es ja, es gibt ein Gesetz, das heißt Informationsfreiheitsgesetz Bund und so weiter. Das heißt, wir haben ein Recht darauf, dass wir Informationen von dem Vaterstaat bekommen. Und da habe ich mir gedacht, okay, da stelle ich auch mal ein paar Fragen, weil ich sonst irgendwie hier nicht schlau werde aus der ganzen Covid-19-Pandemie-Hysterie, sage ich jetzt mal dazu. Und meine Frage war, schauen Sie mal hier, was ich jetzt hier gefragt habe. Sind jetzt ein paar Wochen her. Ja. Meine Frage ist ganz einfach. Die habe ich jetzt am 9. April gestellt. Steht hier unten. 9. April 2020 wollte ich wissen, wer hat festgestellt, dass Covid-19 bereits eine Pandemie ist und in welchen nationalen oder internationalen Dokumenten ist schriftlich fixiert, dass Covid-19 das Ausmaß einer Pandemie erreicht hat. Der Hintergrund dieser Frage ist, dass das Wort Pandemie schon seit Wochen in aller Munde ist, in allen Kanälen und durch alle Medien bekommen wir die Erklärung der und auch die Rechtfertigung der drakonischen Einschränkungen mit der Begründung, ja, wir haben doch eine Covid-19-Pandemie, eine weltweite Pandemie, die ist im Gange. Und da habe ich aber ein bisschen recherchiert und ich konnte jetzt auch bei der WHO, genauso wenig wie bei den anderen Organisationen, irgendwo ein Dokument finden, wo es eindeutig festgeschrieben wäre, dass wir bereits eine Pandemie haben. Der Hintergrund ist auch, dass der Begriff der Pandemie, wenn man klassische Bedeutung in den Wörterbuchern nachschlägt, so wie ich das gemacht habe in einem Lexikon der Medizin, da steht es drinne, die Pandemie ist dann eine Pandemie, wenn es bereits die Mehrheit der Bewohnerschaft, also Mehrheit der Bevölkerung erreicht hat. Und das ist über 50%. Und wir wissen ja, Covid-19 hat ja vielleicht nicht mal 0,1% der Gesamtbevölkerung bis heute und heute haben wir den 19. April erreicht. Wir haben eine Frist bis zum 12. Mai 2020. Ich hoffe, dass die Antwort bis dahin kommt. Was ich bis jetzt bekommen habe, war eine sozusagen eine Antwort, die ja keine ist, sondern einfach mal, die haben meine Frage angenommen und eine automatische Eingangsbestätigung habe ich von dem Bundesministerium für Gesundheit erhalten. Und da sind viele, viele Seiten und viele irgendwelche Links, wo man sich angeblich schlau machen konnte. Ich konnte aber nirgends finden, dass wir tatsächlich eine Pandemie haben. Was ich gefunden habe, ist, dass die WHO vor einer Pandemie gewarnt hat. Das heißt, sie haben Emergency-Fall ausgerufen. Bedeutet, es könnte sein, dass die neue Krankheit, ja, oder vielleicht ein neuartiges Virus und die Krankheit, die dieses Virus verursacht, irgendwann mal eine Pandemie erreicht. Aber was ich bekommen habe, ist die Bestätigung, ja, meine Daten und so weiter und dann halt die Bestätigung, dass die meine Anfrage angenommen haben. Sehr geehrter Herr Kuprasch, der bin ich. Da haben die das bestätigt, ne? So. Und das heißt, wir haben eine Frist bis zum 12. Mai. Da bin ich mal gespannt, was das Bundesministerium für Gesundheit zu dem Thema sagt. Haben wir denn eine Pandemie? Ist das bereits eine Pandemie oder nicht? Gibt es überhaupt ein Dokument, wo drin steht, dass wir eine Pandemie haben? Weil das ist genau das, was uns die Medien suggerieren. Ja, so, das ist jetzt die erste Frage. Ich habe noch andere interessante Fragen gestellt. Guck mal hier meine Anfragen. Koba, der bin ich mit dem Vornamen. Und ich habe auch was gefragt hier bezüglich Statistik Sterblichkeit. Warum ist es für mich wichtig, wenn wir jetzt einen schrecklichen Virus haben, der sich so viele Menschen dahinrafft und dieser Virus grassiert ja in Deutschland schon seit Monaten, dann sollten wir in der Statistik von Sterblichkeit irgendwelche Auswirkungen sehen. Das heißt, man geht ja davon aus, dass in diesem Jahr in den Monaten März oder April zum Beispiel mehr Menschen sterben im Durchschnitt insgesamt, ne, jetzt nicht an Covid-19, sondern insgesamt auch die Sterblichkeit zugenommen hat. Und das wollte ich genau wissen.
Also ich schaue mal jetzt hier. Ja, also meine Frage lautet wie folgt: Wie viele Menschen sind insgesamt Ihrer Schätzung nach im Kalenderjahr 2020 bereits in Deutschland verstorben? Also ich möchte fragen, wie viele insgesamt verstorben sind. Und ich habe in Klammern noch da konkretisiert, die Frage bezieht sich nicht, ausdrücklich nicht auf Covid-19-Todesfällen, sondern ich möchte schlicht und einfach die gesamte Sterblichkeit im laufenden Jahr erfahren. Ja, wie viele Menschen sind denn insgesamt der Schätzung nach, also das ist jetzt Statistisches Bundesamt, habe ich an dem Statistischen Bundesamt die Anfrage gestellt. Ja, und die Frist läuft jetzt noch nicht ab, aber die Frist ist bis zum 9. Mai. Ja, der 9. Mai ist auch ein schönes Datum. Das ist ein Tag, wo die Rote Armee siegreich Faschismus beendet hat in diesem Land. Ne? So, vielleicht auch symbolisch. Ich hoffe, dass wir bis dahin eine Antwort bekommen. Was ich bis jetzt bekommen habe, ist die Bestätigung meiner Anfrage, dass das Statistische Bundesamt bestätigt, dass die meine Anfrage angenommen haben. Ne? Das war am 7. April. Also, seit dem 7. April warte ich auf diese Frage, also auf die Antwort. Jetzt haben wir den 19. Ne? Und wir haben immer noch keine Antwort, da müssen wir noch bis zum 9. warten. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Die dritte Frage, und nochmal zu meinen Anfragen, was ich gestellt habe, bezieht sich auf Selbstmordrate. Warum wollte ich das wissen? Zum einen wissen Sie, es gibt ein neues Gesetz, was Euthanasie, aber auch eigentlich auch Selbstmord an sich, ne, also Suizid, in Deutschland seit diesem Jahr erlaubt. Und auch die Euthanasie, also die Beihilfe zum Selbstmord, wurde auch erlaubt. Zum einen. Zum anderen haben wir die Nachrichten bekommen, dass einige, sogar Politiker wie Finanzminister des Landes Hessen und jetzt ein weiterer Beamter des Finanzministeriums in Hessen sich bereits umgebracht haben, nachdem wir diese Corona-Pandemie haben, angeblich. Ne? Und da haben wir natürlich jetzt ein bisschen ungeschickt, aber gut, schauen wir mal hier. Dann habe ich gedacht, okay, es könnte dann sein, dass die Selbstmordrate im 2020 bereits sich erhöht hat. Ist erstmal eine Annahme. Und das möchte ich jetzt wissen. Ja, da habe ich im Staat gefragt. Ja, Anfrage ist erfolgreich. Ja, haben wir denn eine Antwort darauf? Ich habe doch da gewisse Antwort darauf bekommen. Schauen wir mal Status, ob da was dabei rauskommt. Diese Anfrage läuft noch. Status festlegen. Schauen Sie mal meine Frage wie folgt. Welche Dynamik beobachten Sie seit Beginn des Jahres 2020 in Deutschland, was die Selbstmordrate, also Suizid angeht? Bitte um absolute Zahl in ganz Bundesrepublik Deutschland sowie um Prozentzahl. Das war jetzt meine Anfrage an das Statistische Bundesamt. Ja. So, und ich habe jetzt eine Antwort bekommen. Wir bestätigen den Eingang und so weiter. Und dann kommt noch eine weitere Antwort am 15. April. Ja, also Sie haben die Nachricht vom 10. April. Bla bla bla. Und das ist da die Informationen, um die ich erbeten habe. Zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung das Folgende mit. Dem Statistischen Bundesamt liegen leider zurzeit noch keine Daten der Todesursachenstatistik für 2020 vor. Interessant. Die haben gar keine Daten zur Todesursachenstatistik bis jetzt. Derzeit gehen wir davon aus, dass die Daten für 2020 frühestens im August bzw. September 2021, also erst in anderthalb Jahren vielleicht, verfügbar sein werden. Ein exakter Veröffentlichungstermin kann diesbezüglich leider nicht prognostiziert werden. Von daher können im Augenblick keine Daten zur Entwicklung von Suiziden im Bereich, also Berichtsjahr 2020 zur Verfügung gestellt werden. Wir schlagen Ihnen vor, sich zu gegebener Zeit wieder an uns zu wenden. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Und dann kommt noch Rechtsbehelfsbelehrung und so weiter. Also ich stelle fest,
dass ich die Antwort auf im Prinzip auf eine einfache Frage, ne, wie sich die Suizidrate, Selbstmordrate sich verändert hat in diesem Jahr. Ich stelle jetzt einmal fest, dass ich diese Antwort vielleicht erst, wenn überhaupt, im August oder September 2021 bekomme. Ja, und dann ja, stellt sich die Frage, wann bekomme ich die Antworten auf die anderen Fragen? Haben wir überhaupt eine Pandemie? Und sind denn die Gesamtzahlen der Sterblichkeit auch in Deutschland jetzt anders als vielleicht vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, dass man das vergleicht, ob wir jetzt wirklich eine schreckliche Epidemie mit vielen Todesfolgen haben oder nicht? So, somit beende ich heutige Video und sobald ich irgendwelche Antwort von dem Statistischen Bundesamt bzw. vom Bundesministerium für Gesundheit bekomme, werde ich natürlich das auch unterbreiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Kubakubraschwili war mit euch. Ne? Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Jetzt muss ich auf meine Tochter aufpassen. Homeoffice.